Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Heute geht es mir im Video darum, wie der Richter Alexander Damm am Amtsgericht Ulm über die Kindeswohlgefährdungsmeldung über den Bundesjustizminister Marco Buschmann entschieden hat. Die eifrigen Freifam-Leser unter euch, die wissen, dass ich mal einen Artikel darüber veröffentlicht habe, dass ich beim Amtsgericht Ulm eine Gefährdungsmeldung gemacht habe, dass der amtierende Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP Kinder gefährden würde, weil er mit ihnen, weil er, ja, nicht mit den Kindern, sondern weil der Marco Buschmann über das Wechselmodell redet bzw. geredet hat. Es gab ja 2018, glaube ich, oder 19, gab es von der FDP eine Initiative im Bundestag, da hat er auch mitgemacht, steht sein Name drin, wo er sich fürs Wechselmodell eingesetzt hat. Und ich als guter, denunzierender Bürger, der ja selber seine Kinder seit Jahren nicht mehr sieht, weil ich sie laut Amtsgericht Ulm gefährde, weil ich mit ihm über das Wechselmodell geredet habe. Na, als untertänigster Bürger habe ich natürlich gleich verstanden, was es heißt. Es heißt ja, dass wenn ich meine Kinder gefährde, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede, das ist ja dann der Bundesjustizminister Marco Buschmann damals, ja, als er noch zumindest im Bundestag sich fürs Wechselmodell eingesetzt hat, ja, noch viel mehr Kinder geschädigt hat und gefährdet hat in Deutschland, weil meine Güte, darüber wird ja berichtet und das kann man lesen und hören im Radio und im Fernsehen. Und sowas ist ja unerhört. Also habe ich natürlich als guter, denunzierender Bürger im Sinne des Amtsgerichts Ulm eine Gefährdungsmeldung gemacht. Und ich war total enttäuscht, weil ich habe gedacht, dass man jetzt natürlich guckt, ob man irgendwie vielleicht dem Bundesjustizminister Marco Buschmann auferlegen kann, dass er in Zukunft nicht mehr über das Wechselmodell reden soll, weil er damit ja Kinder gefährdet. Oder ob man irgendwie bei ihm Menschen wegnehmen kann, die ihm wichtig sind, als Strafe dafür, dass er über das Wechselmodell redet. Aber weit gefehlt, ach Überraschung, der Richter Alexander Damm am Amtsgericht Ulm, der darüber zu entscheiden hatte, hat erstens entschieden, ja, was, da kommt jetzt meine satirische Seite heraus, auch ein bisschen überraschend war. Und ja, also der Richter Alexander Damm hat sich dem angenommen und hat tatsächlich entschieden. Und zwar hat er, ich erinnere mich nicht mal an den genauen Wortlaut, muss ich raussuchen, er hat geschrieben, dass es ja was ganz anderes sei. Also wenn ein Bundesjustizminister im deutschen Parlament das Wechselmodell erwähnt, schriftlich, mündlich, ja, mein damals, ich glaube 2018 in dieser Anhörung, hat ja auch die Katrin Helling-Klar von der FDP auch das Wort Wechselmodell benutzt, übrigens auch andere Politiker im Bundestag, ne? Aber nach Ansicht des Richter Alexander Damm ist es was ganz anderes, als wenn ich mit meinen Kindern darüber rede. Und ich habe lange gerätselt, wieso das etwas anderes ist, weil im Bundestag ist es Teil der Meinungsfreiheit, über das Wechselmodell zu reden und zu streiten, aber bei mir in der Trennungsfamilie nicht. Warum sollte es da anders sein? Und mir wurde klar, was da anders ist. Ja, steht leider im Beschluss keine Begründung drin, was da anders ist, warum es anders ist. Aber es wurde mir klar, als ich mal mit dem Anwalt geredet habe, der mir dann diesen denkwürdigen Satz gesagt hat, Familie ist keine Demokratie. Und da habe ich dann auch verstanden, was der Richter Alexander Damm am Amtsgericht Ulm gemeint hat. Die Familie ist keine Demokratie. Ja, das ist anders. Der Bundestag ist Demokratie, die Familie nicht. Deshalb ist es natürlich so, dass der Kollege des Richter Alexander Damm, der Herr Dr. Markus Bühler am Amtsgericht, das natürlich richtig gemacht hat, dass ich meine Kinder gefährde, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede, weil in der Familie herrscht keine Demokratie. Da ist das anders als im Bundestag. Und deshalb, in letzter Konsequenz, dürfte jetzt der Bundesjustizminister Marco Buschmann,
mit meinen Kindern über das Wechselmodell reden, aber ich nicht. Und falls Herr Buschmann oder jemand von der FDP zuschaut, ich lade Sie herzlich ein, Herr Buschmann. Sie können von mir aus meine Kinder treffen. Fragen Sie doch mal meine Ex-Frau, ob Sie mit denen über das Wechselmodell reden dürfen. Und von mir aus dürfen Sie es machen. Weil ich darf es ja nicht. Ja? Ich habe ja die Meinungsfreiheit nicht in der Trennungsfamilie. Ja, und ich glaube, die jetzt zugehört haben, haben mittlerweile kapiert, dass natürlich diese Kindeswohlgefährdungsmeldung, die ich gemacht habe gegen den Justizminister Marco Buschmann, natürlich reine Satire war. Und dass diese Satire dann tatsächlich zu einer Entscheidung geführt hat durch den Richter Alexander Damm und der sich da dann entlarvt hat in seiner Denkweise, dass er Meinungsfreiheit in einer Trennungsfamilie als nicht gegeben ansieht, weil da irgendwelche anderen Regeln gelten, ja. Welche auch immer, weil eigentlich als Richter müsste er ja im Wertesystem unseres Grundgesetzes sich bewegen. Und natürlich herrscht dann auch Meinungsfreiheit in der Familie. Es ist halt für den Richter Alexander Damm und für seinen Kollege Dr. Markus Bühler was anderes. Also alle anderen in Deutschland dürfen mit meinen Kindern über das Wechselmodell reden, weil die sind nicht Teil der Trennungsfamilie. Auch der Bundesjustizminister dürfte mit ihnen drüber reden, aber ich nicht. Okay, so viel hierzu. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde der demokratischen Herzen. Ciao, ciao.